Dachtest du immer, dass wenn du Mutter bist, dich bis zum Lebensende das Glück begleitet? Ist das jetzt irgendwie gar nicht so? Woran liegt das eigentlich? Lass uns heute mal über die fünf Bereiche des Glücks sprechen. Mein Name ist Maike Droste und wir beide finden deinen Weg zu mehr Lebensfreude als Mutter. Viel Spaß bei diesem Video. Natürlich bleibt die Rückbildung unglaublich wichtig, wenn du eine Mutter bist. Das heißt, erstmal solltest du dafür sorgen, dass dein Körper wirklich wieder in sich fest ist und du ihm vertrauen kannst. Denn davon ist auch abhängig, wie viel Rückenstärke du praktisch von dir selber bekommst. Und hier nochmal als Betonung, es gibt ja meinen Online-Kurs, das Komplettprogramm. Es ist einfach unschlagbar, weil es hier schon sehr holistisch, sehr ganzheitlich ist und du in ganz vielen Bereichen deines Lebens dafür sorgen kannst, dass dein Körper überhaupt wieder richtig fest werden kann. Ich möchte dir aber heute die Bereiche zeigen, von denen es eben auch abhängig ist, ob du überhaupt glücklich sein kannst. Aber was ist überhaupt Glück? Wir wollen Freude empfinden, wir wollen lieben und wir wollen geliebt werden. Spürst du täglich positive Emotionen? Der erste Bereich ist das materielle Glück. Viele denken, dass sie glücklich sind, wenn sie die eine Tasche haben oder das eine Auto oder vielleicht die Küche. Das heißt, wenn sie sich irgendwas kaufen können, dann sind sie glücklich. Doch das Glück bleibt meistens aus. Es kann glücklich machen, das materielle Glück. Doch meistens sind es die damit verbundenen Emotionen oder die Erleichterungen oder die Freiheiten. Das ist aber meistens ein kurzweiliges Glück und es muss meistens getoppt werden. Es ist nämlich oft Glück über Status. Ich zum Beispiel habe mir vor 2 Jahren ein bestimmtes Auto gekauft. Ein GTI wollte ich schon immer und ich habe wirklich sehr, sehr viel Freude daran und ich erkenne das regelmäßig und ich spüre genau, dieses Auto möchte ich fahren. Aber im Hinterkopf spüre ich auch, könnte auch vielleicht noch getoppt werden. Dann, wenn ich mir einen neuen PC oder Laptop hole, dann ist es eine praktische Geschichte. Das heißt, ich freue mich, aber ich spüre es nicht so lange, weil es ist praktisch und es ist dann da und dann spüre ich es nach einer Zeit nicht mehr. Oder wenn ich mir das neueste iPhone hole. Erst freue ich mich darauf, das neueste iPhone zu haben. Wieder eher praktisch, besitze ich dann und nach einer Zeit geht der Wert davon einfach verloren. Das heißt, oft ist es bei materiellen Dingen so, ja, man spürt ein Glücklichsein, aber es ist von kurzer Dauer und wir wollen es toppen und wir sind glücklich durch Status. Der zweite Bereich ist dein Fokus. Worauf bist du eher konzentriert? Siehst du Probleme oder Lösungen? Rechnest du eher mit guten oder mit negativen Ergebnissen? Siehst du nur das, wo du gescheitert bist? Oder waren das vielleicht Lehrwege für die Zukunft? Wir geben oft einem negativen Ereignis oder Erlebnis mehr Gewicht als die vorher 5 bis 10 positiven Ergebnisse oder Ereignisse. Das ist schon mal ein Grund, warum wir ständig im negativen Denken bleiben. Gehst du die positiven Dinge überhaupt noch an oder sagst du mittlerweile sogar schon, lohnt sich sowieso nicht? Das bedeutet mit anderen Worten, dein Fokus, positiv, negativ, schwarz denken oder positiv denkend, das hat sehr viel Auswirkung darauf, ob du überhaupt glücklich bist und den Weg finden kannst, nochmal wieder noch glücklicher zu werden. Und der dritte Bereich, dein Selbstbild. Wie denkst du über dich? Gehst du selber mit dir schlecht um? Siehst du dich als die Mutter, die sowieso nichts schafft? Bist du vielleicht meistens ängstlich? Beschimpfst du dich selber wie ein Feind? Hast du eher ein geringes Selbstwertgefühl? Oder kannst du stolz über dich sagen, ich bin viel wert? Wie denkst du zum Beispiel über dich am Abend, wenn du den Tag reflektierst? Denkst du über dich, du bist ein faules Schwein? Hättest du eigentlich viel mehr erreichen müssen als das, was du an dem Tag geschafft hast? Haben andere Mütter wieder viel, viel mehr geschafft als du? Bist du vielleicht nicht stark genug, perfekt genug, schön genug, sauber genug? Bist du etwa auch nicht fleißig genug? Kannst du dich somit selber überhaupt nicht annehmen und gehst dann automatisch davon aus, dass andere Menschen genauso über dich denken? Dein Selbstbild hat viel mit dem zu tun, was du anderen beibringst, wie sie über dich denken sollen und vor allen Dingen natürlich auch, wie du über dich selber denkst. Das heißt, je positiver das Selbstbild über dich ist und du deinen eigenen Wert besser schätzen kannst, desto glücklicher kannst du auch werden. Bereich Nummer 4, der Ist-Zustand. Akzeptierst du den derzeitigen Ist-Zustand von dir in allen Bereichen und kannst dich dadurch überhaupt positiv entwickeln?
Oder boykottierst du dich von vornherein, damit du dich gar nicht erst entwickeln musst? Erkennst du, dass du wirklich für diesen Moment richtig bist und dass bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse in deinem Leben dich zu dem und zu der gemacht haben, wie du heute bist? Das ist der Bereich Ist-Zustand. Wirklich wieder unglaublich wichtig. Du kannst an dem jetzigen Ist-Zustand nichts ändern und es gibt Gründe, warum du jetzt so bist, wie du bist. Akzeptiere es möglichst schnell und du wirst sehen, dadurch kannst du dich entwickeln und dadurch kannst du glücklicher werden. Und Bereich Nummer 5 ist die Entwicklung. Gibt es immer wieder Bereiche in deinem Leben, wo du dich verbessern möchtest, wo du lernen möchtest? Ist es für dich selbstverständlich, dich immer wieder etwas weiter zu entwickeln? Dieses Thema darfst du bloß nicht unterschätzen, denn für dein Gehirn und für dein Glücklichsein ist es wichtig, dass du spürst, dass du dich weiterentwickelst und dass du dich verbesserst. Gibt es Bereiche, wo du dich bewusst verbesserst, wo du lernst? Entwickelst du dich regelmäßig weiter? Fühlst du dich eher wertvoll und nützlich oder fühlst du dich eher wertlos und nutzlos? In welchen Bereichen bist du eigentlich kompetent? Passt du eigentlich noch immer in dein Umfeld? Passen deine Veränderungen und dein Dazugelerntes, deine Entwicklung eigentlich in dein Umfeld? Oder funktionierst du einfach nur noch? Gehst du einfach immer wieder dem Trott nach und erfüllst hauptsächlich die Aufgaben von anderen? Entwicklung ist im menschlichen Leben sehr, sehr wichtig. Wenn du damit aufhörst und wirklich nur noch dem Trott des Alltags folgst, dann wirst du merken, dass dich das auf Dauer wirklich unglücklich macht. Bestimmt hast du dich erwischt, dass viele Punkte negativ ausfallen aus diesen 5 Bereichen des Glücks. Aber du kannst das ändern. Das ist alles gar nicht so schwer. Alles, was du brauchst, steckt wirklich schon in dir und es findet alles da oben statt. Das heißt, wenn du dir einen guten Coach, einen guten Mentor suchst, der dir zeigt, wie das geht, dann wirst du merken, dass du in sämtlichen oder in allen Bereichen deines Lebens mehr Glück empfinden kannst, dich entwickeln kannst und spürst, wie die Lebensfreude wirklich in dir wächst. Und dann macht das Muttersein immer mehr Spaß. Und im nächsten Video soll es um das Thema gehen, warum andere Mütter so viel glücklicher sind als du. Du siehst, es lohnt sich immer dran zu bleiben und wir werden noch ultra viele wichtige Themen besprechen, was du alles machen kannst, um mehr Lebensfreude und mehr Glück zu empfinden. Ich freue mich schon darauf, dass wir beide uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss, sagt Maike Droste.